Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema transponierte Matrix. Das Transponieren ist dabei eine bestimmte Rechenoperation, die ich häufig beim Umgang mit Matrizen benutzen kann. Klingt kompliziert, ist aber gar nicht schwer. Was ist mit Transponieren gemeint? Ich vertausche beim Transponieren einfach Zeilen und Spalten. Wenn mein Startpunkt eine M-Kreuz-N-Matrix ist, die wir A nennen, dann ist die transponierte Matrix, die wir so als A hoch T schreiben, A transponiert, einfach eine N kreuz M Matrix, die entsteht, indem ich die Zeilen von A als Spalten von A transponiert schreibe und umgekehrt. Und als Notation nimmt man da häufig so ein stilisiertes T, was wir hier genommen haben. Man nimmt manchmal auch ein kleines T oder ein großes T oder nur einen Strich. Das kommt je nach Lehrbuch alles vor. Und ja, wenn ich dann zweimal transponiere, dann komme ich wieder bei meiner Ausgangsmatrix an. Wenn ich die Zeilen zuerst in die Spalten schreibe und dann wieder in die Zeilen, komme ich genau bei dem an, was ich vorher hatte. Wie schaut das jetzt genau aus? Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert oder verwirrend, ist aber ganz einfach. Wir haben hier eine 3-Kreuz-4-Matrix stehen, drei Zeilen und vier Spalten. Und die transponierte, A transponiert, muss dann also eine 4-Kreuz-3-Matrix sein, die entsteht, indem ich einfach die erste Zeile hier nehme und sie in meine erste Spalte schreibe. 1, 2, 3, 4. Dann nehme ich die zweite Zeile, 5, 6, 7, 8 und schreibe die in die zweite Spalte. Und die dritte Zeile schreibe ich in die dritte Spalte. 9, 10, 11, 12. Und dann sehe ich, komme eben bei einer 4-Kreuz-3-Matrix heraus, genauso wie ich das wollte. Also hier auch nochmal hingeschrieben, A 3-Kreuz-4-Matrix und wir nehmen die erste Zeile, schreiben sie in die erste Spalte, zweite Zeile in die zweite Spalte, dritte Zeile in die dritte Spalte. Und das ist schon alles. Ist nichts, was irgendwie schwer ist, ist etwas, was ich häufig beim Berechnen von Matrixgleichungen und Ähnlichem benutze, um das Gewünschte auszurechnen. Mit Hilfe dieser Transponierten können wir jetzt noch einige Spezialfälle behandeln. Das eine ist, wir können Symmetrie in einer Matrix definieren. Und zwar, wenn ich eine N-Kreuz-N-Matrix habe, dann nenne ich sie symmetrisch, wenn gilt, dass A transponiert genau dasselbe wie A ist. Wenn also durch Zeilen und Spalten vertauschen sich gar nichts ändert. Haben wir hier ein Beispiel für die Frage, ist die Matrix A symmetrisch? Und da müssen wir uns also anschauen, ist die erste Zeile genauso wie die erste Spalte und die zweite Zeile gleich der zweiten Spalte und so weiter. Warum wird das Symmetrie genannt? Naja, weil dann eben oberhalb und unterhalb der Diagonalen jeweils genau das Gleiche steht. Und damit haben wir hier entlang dieser Hauptdiagonalen eine Symmetrie in der Matrix. Mit Hilfe der Transponierten treffen wir jetzt noch eine letzte Vereinbarung. Wir hatten zu Anfang Vektoren entweder als Zeilen- oder als Spaltenvektoren kennengelernt. Man braucht auch manchmal beides zum Rechnen, aber im Zweifelsfall schreiben wir jetzt Vektoren immer als Spaltenvektoren hin, also als einspaltige Matrizen. Und wenn wir einen Zeilenvektor benötigen, dann transponieren wir den Vektor. Also wenn A ein Spaltenvektor ist, 1, 2, 3, 4, das könnte also unser A sein, dann ist A transponiert 1, 2, 3, 4. Und das ist alles. Und das ist auch etwas, was man beim Ausrechnen von Matrixgleichungen und Ähnlichem häufig gebrauchen kann.